herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Salat, aber nicht irgendeinen. Wir machen heute einen leckeren und leichten Sommerkartoffelsalat. Ja, wie gesagt, leicht deswegen, weil wir ein ganz leichtes Dressing dazu machen und es perfekt jetzt für die warme Jahreszeit. Ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir heute brauchen. Aber ihr wisst ja, ihr findet die ganze Info zum Rezept auch wieder unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles nachlesen, Zutaten, Zubereitung, falls es euch hier jetzt zu schnell gegangen ist. Und wir legen jetzt gleich los. Als allererstes wird eine Zwiebel zerkleinert. Ich habe meine schon geschält und geviertelt. Wer mag und hat, kann seinen Mixi-Meißel jetzt einsetzen. Und 3 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinern. So, danach einmal den Mixi-Meißel abkratzen. Die Zwiebeln alle vom Rand runterschieben und wir dünsten sie an und dafür gebe ich jetzt noch einen Esslöffel Öl von meinem Alba-Öl hier dazu. Ihr könnt aber auch alternativ zum Beispiel ein Olivenöl nehmen oder ein Rapsöl. So, dann kann auch schon wieder der Deckel drauf. Und das Ganze wird 3 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 1 angedünstet. So, die Zwiebelchen sind schön angedünstet. Als nächstes kommen 500 Gramm Wasser in den Mixtopf. Und ein Esslöffel von meiner selber hergestellten Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Alternativ könnt ihr auch Gemüsebrühpulver verwenden. Und jetzt brauchen wir den Hauptakteur, nämlich die Kartoffeln. Ich habe jetzt hier ungefähr 1 Kilo Kartoffeln, das schwankt immer ein bisschen. Ich wiege es eigentlich gar nicht mehr ab. Ich mache es so, ich schäle meine Kartoffeln, schneide sie in dünne Spalten und schaue dann, dass mein Garkörbchen noch zugeht und dann ist es für mich eigentlich okay. Also ich mache da nicht lang rum mit Kilo- oder Grammzahl. Deswegen, ja, macht es wie ihr es mögt. Ihr könnt sie abwiegen, ihr könnt es aber auch einfach so machen, dass euer Garkörbchen noch zugeht. Das ist eigentlich wichtig. Ja, ich habe jetzt hier festkochende Kartoffeln verwendet. Das ist für einen Salat besser wie mehlig kochende, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und jetzt hänge ich das Garkörbchen nur noch hier ein. Mach den Deckel drauf und gare die Kartoffeln 30 Minuten bei Varoma auf der Stufe 1. So, die halbe Stunde ist rum. Unsere Kartoffeln sind schön gar. Ich habe mir hier schon mal eine Schüssel rausgerichtet. In die werde ich jetzt die Kartoffeln hineingeben. Kurz abtropfen lassen und dann umfüllen. So, schaut mal, hier sind die gegarten Kartoffeln. Die können jetzt schon mal etwas abkühlen. Ich stelle sie gerade an die Seite und wir machen mit dem Dressing weiter. Alles, was wir jetzt hier noch im Mixtopf drin haben, fülle ich um, weil das muss abkühlen. Wir geben nämlich nachher zu unserem Dressing Joghurt dazu und wenn hier die Gemüsebrühe, sage ich jetzt einfach, denn wenn diese Gemüsebrühe zu heiß ist und der Joghurt dazu kommt, dann gerinnt der Joghurt. Deswegen muss jetzt das hier einmal abkühlen. Den Mixtopf spüle ich kalt aus. Mal kurz schauen. Ja, er hat noch 37 Grad. Das ist gut, das ist perfekt. Wir können nämlich jetzt gleich weitermachen. Und zwar geben wir jetzt für das Dressing 200 Gramm Gewürzgürkchen abgetropft und in Stücken in den Mixtopf. 2 Teelöffel Senf und ich nehme da natürlich von meinem selber hergestellten Senf. Ich
habe natürlich vorhin für das Bild mit den Zutaten den gekauften rausgeholt. Das ist einfach Macht der Gewohnheit. Ich habe doch selber gemachten. Habt ihr das Video schon gesehen? Habt ihr ihn schon ausprobiert? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Also ich finde ihn richtig, richtig lecker, richtig toll. Also ich werde keinen mehr kaufen. Das ist noch der Rest, den ich mal wieder automatisch gekauft habe. Das ist einfach so drin. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass ich meinen selber hergestellten benutzen kann. 2 Teelöffel von meinem selber hergestellten Senf gebe ich dazu. Ja, das ist wirklich, manchmal so ist man so ein Gewohnheitstier. Ach, schlimm. Dann 200 Gramm Joghurt. Ich habe jetzt einen mit 1,5% Fettgehalt gewählt. Deswegen auch der leichte Sommerkartoffelsalat, weil wir keine Mayo nehmen, sondern wie gesagt nur einen leichten Joghurt. Dann brauchen wir von unserem Gurkensud 2 Esslöffel. 1, 2. 3 Esslöffel Öl. Ich nehme da wieder mein Albaöl. Eine Prise Salz kommt dazu, eine Prise Pfeffer, ja, und jetzt vermixe ich das erst einmal 4 Sekunden auf der Stufe 4. Oh ja, das sieht schon sehr lecker aus. Schaut mal, die Gewürzgürkchen sind klein geschreddert. Alles ist gut vermischt. Jetzt müssen wir noch etwas abwarten, bis, wie gesagt, unsere Gemüsebrühe, ich habe mir jetzt hier auch noch ein bisschen in ein Schüsselchen geschüttet, damit es schneller abkühlt, bis die abgekühlt ist. Und dann kommen auch noch mal 2 Esslöffel da dazu. Hier ist nämlich, wie gesagt, von der Gewürzpaste dieser leckere Geschmack und natürlich auch die angedünsteten Zwiebelchen. Und das muss natürlich noch mit in unser Dressing. Also warte ich noch kurz 5 Minuten und dann gebe ich es dazu, hole euch natürlich wieder mit dazu und wir machen noch den Rest fertig. Bis gleich, unbedingt dranbleiben. Ja, die 5 Minuten sind rum, die Gemüsebrühe ist abgekühlt. Von der gebe ich jetzt 2 Esslöffel dazu. Ihr könnt jetzt entweder den Thermi noch mal kurz anstellen, 10 Sekunden auf der Stufe 3 oder es mit dem Spatel unterrühren. Ja, und dann ist auch schon das Dressing fertig. Ich halte es euch nochmal unter die Nase. Wird natürlich noch von mir abgeschmeckt. Wie könnte es auch anders sein? Richtig schön würzig. Ganz leicht. Also richtig perfekt jetzt für den Sommer. Jetzt mache ich mir hier kurz Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite, gebe mein Dressing über die Kartoffeln. Schaut euch das an. Oh, ist das nicht ein Genuss? Ich lasse mir noch ein klein bisschen hier im Mixtopf übrig, falls nämlich, nachdem der Kartoffelsalat gezogen ist, er ein bisschen trockener geworden ist, kann ich noch von der Soße nachgeben, damit er wieder schön saftig und schlotzig ist, so sagt man bei uns hier im Schwabenland. Natürlich ist das noch nicht alles, es kommen noch Radieschen dazu. Ich habe jetzt einen halben Bund Radieschen mir vorbereitet, habe sie gewaschen und in Scheiben geschnitten. Und die könnt ihr dann auch noch drüber geben und dazu tun. Genauso wie einen halben Bund Schnittlauch in Röllchen geschnitten. Ich lasse mir noch ein paar übrig, um obendrauf das nachher noch mal zu garnieren. Das sieht immer sehr schön aus. Und schaut mal, das sieht jetzt schon so lecker aus. Jetzt wird er nur noch vorsichtig durchgerührt. Oh, Leute, das sieht schon so gut aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hier noch die Radieschen, die hier aneinander kleben. Ein bisschen teilen, trennen voneinander. Oh,
einfach unglaublich lecker. Ja, meine Lieben, jetzt schaut euch das an. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen am Schüsselrand gekleckert, aber sieht das nicht einfach fantastisch aus? Mega lecker. So, der darf jetzt eine Stunde in den Kühlschrank und gut durchkühlen, gut durchziehen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, noch etwas von der Soße nachgeben. Aber ihr könnt natürlich auch alles gleich dran machen, ganz wie ihr wollt. Ich habe euch ja nur einen kleinen Tipp gegeben, wie ich es immer mache. Aber das ist eure Entscheidung. Und dann könnt ihr euch schon drüber hermachen und es euch schmecken lassen. Es ist ein richtig toller, leichter Kartoffelsalat für den Sommer, wenn ihr grillt, wenn ihr Gäste erwartet. Einfach ein Träumchen. Ich hoffe sehr, ich konnte euch Lust machen, dass ihr ihn ausprobiert und auch nachmacht, euren Gästen dann serviert. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Schreibt mir gerne wieder euer Feedback in den Kommentaren und dann lasst es euch gut schmecken. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra. Tschüss.